Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever zu unserer Baustelle. Ich habe mir neue Brücken geholt, gerade eben nochmal schnell. Und die gefällt mir deutlich besser. Was ich jetzt noch nicht geschaut habe, ist, doch sie hat 300 km/h. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt direkt weiterbauen hier. Die Brücke habe ich, ihr habt es gesehen, was ich für Probleme letztes Mal hatte. Ich habe die jetzt nochmal neu gebaut. So sieht sie doch ganz gut aus. Ja, und jetzt haben wir hier die Brücke also und müssen uns überlegen, wir müssen ja hier unten irgendwo hin. Da. Wie wir denn da hinkommen? Das bleibt natürlich hier die Hauptstrecke, so wie wir das da unten Richtung Rupertsberg auch schon gemacht haben. Und die neue Strecke, die hier kommt dann halt einfach da drauf. Die alte Strecke kommt halt auf das neue Teil drauf. Müssen wir mal gucken hier, dass wir noch ein Stück weg machen. Da hat der ICE nämlich bessere Fahrt. Ja, habe ich mir gedacht, da habe ich nämlich irgendwas falsch gemacht. Das habe ich eben schon gesehen. Der da dran und der hier dran. Genau, dann passt das. So, bevor wir die Verbindung schaffen, gehen wir einmal hier hinten zu unserer Brücke. Der Berg ist es. Da. Und errichten hier auch eine neue. So, da haben wir nämlich jetzt hier die oder die. Die sieht fast noch ein bisschen mehr aus wie so eine ICE. Ja, eigentlich nehmen sie sich auch nichts. Welche nehmen wir denn? Wir gucken einfach mal, wie es aussieht. Ja, komm, machen wir so. Dann geht es hier entlang, da durch den Bahnhof hier irgendwie wieder hoch. Wir müssen jetzt diese beiden Teile noch verbinden. Dafür müssen wir wahrscheinlich hier durch diesen Berg. Gerade gehen, kommen wir da an. So, wir würden hier über den Berg gehen. Würde ich gar nicht machen. Hier knicken wir sowieso zu dolle ab, sodass wir hier schon ein Stück weiter rum müssen. Und wir müssen gar nicht den Berg hinauffahren. Aber so, dass wir gerade so mit 300 da schon in den Tunnel gehen. Jetzt gucken wir noch mal. Jawohl, so wird es bei 300 bleiben. Dann machen wir das doch. So, da sind wir ja hier schon.
So, dann fehlt nur noch die ganze Signaltechnik. Ich frage mich gerade, muss dieses Signal da sein? Wenn der ICE zu lang ist und hier rüber steht und dieser Zug rausfahren möchte, könnte das zu einem Problem führen. Weil der ICE dann nämlich eben nicht mehr einfahren kann. So, wir müssen sowieso hier mal schauen, ganz kurz, das machen wir noch, bevor ich das gleich vergesse. Der hält nämlich auf Gleis 4 und der auf Gleis 3, weil Gleis 1 und 2, eins von beiden ist für den ICE reserviert. So, wir machen hier auch zwei Signale in den Tunnel. Da haben wir ja schon. Hier ist irgendwie so ein Knick drin, den mache ich noch mal weg. Das finde ich nämlich nicht schön. Generell ist das irgendwie komisch hier. Warum macht er denn da so einen Bogen? So. Weil die Brücke ist ja sowieso langsamer. Ist auf der Seite, glaube ich, auch so mit so einem Knick, ne? Wir haben ja hier viel Platz, dass wir das gut anbinden können. Und desto weniger steil es ist, desto schneller kann der ja auch fahren. Ist auch der Fall wieder so, dass es da relativ doll geknickt ist. Ist einfach nur immer so ein kleines bisschen, was mich da stört. Ist ja nicht schlimm eigentlich. Oh, das müssen wir noch schön machen hier. So. Das haben wir. Damit fehlen jetzt eigentlich nur noch die Züge auf der gesamten Strecke. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen mit den ICEs. Wie viel setzen wir denn ein? Ist die Frage. Wir gucken mal. Eins. Also, wenn wir
parallel rechnen, doppelt 2, 4, ja, vielleicht 5, 2 parallel und einen in die Mitte. Sollen wir erstmal 5 ICEs kaufen? Kaufen wir uns 3, 3 hier, würde ich sagen. Oder 2 hier, 3 hier, keine Ahnung, ist egal. Bin gerade am überlegen, lassen wir vielleicht 2 Doppeltraktionen fahren. Einfach nur, weil es geil aussieht. Wieso sind die denn 429 Meter lang? Hä? Weshalb hatte ich nicht was anderes ausgerechnet? Dann reichen ja unsere Bahnhöfe gar nicht, ne? Doch, 400, was? 429, also 440, das passt. Passt. Passt nicht. Shit. Der Bahnhof ist zu kurz. Kriegen wir den länger? Ja, kriegen wir. Müssen wir es halt neu anschließen. Ist halt jetzt so. Kann ich nicht ändern. Müssen wir mit leben. Was macht der da? So, die Seite ist dran. Hier müssen wir dann halt nur auch mit der Straße schauen. Das hätte ich jetzt auch einfach so lassen können. Das hat nämlich gepasst. Glaube ich. Ne, er macht da ja so einen Knick. Dann machen wir die Kurve hier komplett nochmal neu. Den ziehen wir hier nämlich gerade raus. Und dann bauen wir die Kurve. Wieder schön dran. Eine längere Strecke passt sich ja auch viel besser an dann. So, also auch hier eine Weiche wieder rein. Warum baut er jetzt hier nicht? So, zwei Signale noch hin. Perfekt, so, jetzt ist der auch länger geworden. So, von dem Gleis kommen wir aber nicht rüber, ne? Die sind nicht verbunden. Dem. Was hin.
Jawohl. So, dann kommen hier noch drei normale ICEs. Ach so, nee, das war dumm, was wir gemacht haben. Warte mal. Wir schicken jetzt. So, pass auf. So. Wir machen das gleich. Jetzt stellen wir erstmal hier die Strecke rein. Und wieder zurück. So, und jetzt machen wir es folgendermaßen. Wir schicken jetzt die Züge auf die Strecke. Und zwar erstmal einen. Wir kaufen noch einen. So. Nein, nicht klingeln. Wir schicken jetzt den normalen ICE los. Dann schicken wir den in Doppeltraktion los. Dann schicken wir den in Doppeltraktion los und dann wieder den normalen. Das heißt, hier hinten weil die überholen sich ja nicht. So wie sie sie jetzt einsetzen, werden sie auch später weiterfahren. So hier, da müssen wir einen wieder trennen. Ne, jetzt haben wir einen zu lang. So, und dann schicken wir hier hinten einen weg, schicken da einen ohne los. Jetzt habe ich beide losgeschickt, ne? Shit. Ich hoffe, der normale kommt hier zuerst raus, ansonsten ist das blöd gelaufen. Ich wette mit euch, das ist jetzt der falsche. Wobei, nee, das macht ja gar nichts. Der fährt jetzt da los. Und hier hinten, das heißt, der fährt hinter einem normalen. Weil hier hinten schicken wir ja jetzt noch einen normalen ICE auf die Strecke. Nicht wahr? Das müsste so sein. Ja, sehr schön. Damit fahren die ersten ICEs. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Wir schauen jetzt noch, wie die hier langfahren. Wir haben hier eine schöne Aussicht. Warten noch auf den nächsten ICE. Ich bin aber schon mal raus. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal nochmal ein zu Transport Fever. Ich denke, dass dann auch bald Schluss ist mit Transport Fever. Dass nicht mehr viel kommt jetzt. So, zum größten Teil haben wir das getan, was ich gerne tun wollte. Deswegen, ja, mal gucken, wie viel noch kommt. Das war auf jeden Fall noch eine wichtige Sache, die ich unbedingt noch machen wollte, diese Strecke bauen. Dennoch, es kommt auf jeden Fall mindestens noch eine Folge, vielleicht sogar zwei, drei. Wir werden es sehen. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein, abonniert den Kanal. Aber das brauche ich euch ja gar nicht sagen. Sage ich euch jedes Mal. Egal. Bis dann, euer Kenzock, bye bye.